Willkommen zurück zu Shadowrun Returns. Wie man sieht, haben wir alle sekundären Objectives abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt mit Shannon Halfsky reden, damit sie ihre Geister beschwören kann. Ich werde jetzt den Geist beschwören. Ziel abgeschlossen, beschwöre den Geist. Verlorene Seelen. Verlorene... There we go. Eine unnatürliche Kälte zieht herauf und die Geister toter Kinder scheinen mit den weißen Dampfschwaden deines Atems zusammenzuwachsen. Ihre engelhaften Gesichter sind verbrannt und ihre Lippen zittern, als würden sie gleich anfangen zu weinen. Ihre Augen sind rund und leer, als sie dich mit ihrem starren Blick fixieren. Wir sie unschuldig, die am Rauch ersticken, die nach ihren Rittern weinen, vom Himmel stürzten. Ihr Reich reicht ein Welt, die einst auch zu Hause war. Mit seiner Hilfe werden wir erhört werden. Zeige den Geistern den ersten magischen Fetisch. Die Welt der Körper ist verwehrt. Wir sehen und ihr seht die Augen der Lebenden. Doch Wörter des Jenseits, manchmal können wir sie hören. Letzte Nacht wurden wir in einen Wahlvollen Schrei an diesen Ort gezogen. Ein Mann lebte, um Zeugen zu werden. Also kamen wir, um Zeugen zu werden. Doch flohen wir vor dem Hass vor dem Geist, wie der sterbliche Überrest des Mannes weite. Der Geist war kein Teil dieser Welt. Er war durch Schleier zwischen Welt und hatte die Dunkelheit, wann man an diesen Ort gelangt. Als der Remmer verschwunden war und wir eine neue Stelle des Wächters einnahmen, fanden wir zwei Kreaturen vor. Den einen, der Elfen, frei von Technologie und in der Lage, den Kosmos zu leiten. Und doch war seine Seele von innen heraus zerstört. Sie war dunkel und verdorben. Doch nicht wie der Fremde, so blieb er. Die zweite Kreatur war voll. Seine Essenz wurde Stück für Körper gerissen. Bis nur noch kalter Stahl zurückblieb. Seine Aura, die ein Sinn für Schöpfes. Zwischen Elf und Überreste eines Mannes ist eine Schwester und ungerecht. Der Elf, sein Seelenverbleib bleibt an diesem Ort. An der Stelle, an der ein Mann gestorben ist, etwas wurde gelassen. Ein kleiner Teil von ihm. Kannst du uns noch mehr verraten, Geist? Die Geister beginnen zu verblassen, alle außer der eine. Seine Augen betrachten dich mit einer Schärfe, als wolle er sich an jedes Detail deiner Erscheinung erinnern. Nein, wir können nicht bleiben. Die Geister verschwinden und die junge Schamanin trennt das magische Band, das sie mit der anderen Welt verbindet. Sie taumelt, als sie zu ihrer selbst zurückkehrt. Vielleicht ist es auch der Schock, von den letzten Momenten ihres Bruders zu erfahren, der sie schwanken lässt. Sie haben ihn gesehen. Sie waren bei ihm, als er starb. Alles in Ordnung? Sie atmet mehrmals tief ein und aus, bis sich Körper und Seele beruhigt zu haben scheinen. Nein. Aber bald wird es das sein. Ich möchte nicht, dass es so endet. Nicht erleidet. Nicht... Ach, er so endet. Nicht erleidet, was diese Abendseelen ertragen mussten. Mein Bruder sollte frei sein. Das würde sobald wir seinen Mörder finden. Ja, den Elfen und den Troll. Wir müssten den Teil des Elfen finden, von dem die Geister gesprochen hatten. Das war unsere beste Chance, ihn aufzuhalten. Okay, whatever das heißen soll. Oh, das hier anscheinend. Geisttechnisch haben wir ja alles, ne? Seitentechnisch, ja. Was ist denn hier? Hier drin ist... Gegenstand DNA-Spur. Blut. Das ist, was die Geister uns zeigen wollten. Ein Teil des Mörders meines Bruders. Es ist nicht viel, aber es wird ausreichen. Sie starrt die kleine Probe feindselig an, als könnte sie ihren Besitzer durch sie hindurch greifen und erwürgen. Womöglich kann sie das sogar. Ist das genug, um einen Zauber drauf zu wirken? Kann sie damit finden? Oh, das hier. Ja, ich brauche nur Zeit. Ich fühle mich immer noch sehr ausgelaugt. Ich muss mich ausruhen, bevor ich etwas derart Kompliziertes versuchen kann. Wenn ich wieder dazu in der Lage bin, kommuniziere ich mit Bär und den anderen Geistern und tue, was getan werden muss. Bis dahin könntest du einen Teil der Probe an dich nehmen
und dem Täter mit etwas konventionelleren Methoden auf die Spur kommen. Ich habe ein paar Freunde. Gut, sag mir Bescheid, wenn du irgendwas über diesen Elfen und diesen Toll herausfindest. Solltest du sie finden, dann möchte ich dabei sein, wenn es ihnen an den Kragen geht. Ich will sehen, wie das Licht in ihren Augen schwindet, um meines Bruders willen. Dieser Grupp. So, und das scheint's gewesen zu sein. Dann geh mal zurück, schätze ich. Und ist jetzt wahrscheinlich die Beerdigung als nächstes an der Reihe? Oder wir gehen erstmal zu Dresden. Als du am frühen Morgen in der Seamstress Union zurückkehrst, scheint sie ein völlig anderer Ort zu sein. Ohne die Kundschaft, die sich dort für gewöhnlich drängt, wirkt die Bar einsam, beinahe verlassen. Es ist beinahe gespenstisch, so wie die Hinterräume von Hotels oder Einkaufszentren. Doch du hast endlich eine handfeste Spur in deinem Fall, eine Probe des Blutes des Rippers. Du brauchst nur jemanden, der dir helfen kann, es zu analysieren. Ja, Dresden. Ohne ihre farbenfrohe Belegschaft, die Stammgäste und die Touristen wirkt die Union nur mehr als nur leer. Die vordere Bar und die Lounge sind mit der Ausnahme von ein paar Reinigungskräften vollkommen verlassen. Irgendwer, mit dem ich reden kann? Miss Kubota anscheinend. Ich wollte eigentlich zu Dresden, aber der ist ja nicht hier. Der ist ja hinten im Gerichtsmedizin. Da sind sie. Hallo, Mr. Kluwe. Gathered around this breakfast and yourself is doing cooking. Okay, es gibt Frühstück und Soykaff, was aus irgendeinem Grund auf Englisch ist. Woraus sind diese Würstchen? Guten Abend. Was erzählen die Leute so? Es wird immer noch über die Ripper-Morde geredet. Einige Leute sagen, es seien Verbrechen aus Rassenhass, da alle Opfer Menschen waren. Na, da steckt wahrscheinlich mehr dahinter. Achso, ja. Das heißt ja trotzdem nicht, dass die Morde rassistisch motiviert sind. Richtig. Die Leute sind einfach viel zu schnell bereit, etwas ein Verbrechen aus Hass zu nennen. Das ist gealtert wie schöner Wein. Holy shit. Sieh dir mal die letzte Volkszählung an. Die Stadtbevölkerung steht immer noch zu 66% aus Menschen. Wenn du einen Stein in eine Menge wirfst, triffst du immer noch höchstwahrscheinlich einen Menschen. Das macht es nicht zu einem Hassverbrechen. Es ist dennoch ein Verbrechen und das sollte genug sein. Es ist das erste Mal, dass du Mr. Kluwe wütend gesehen hast, doch mit einer Bewegung seiner großen Schultern und einem sorgsamen Glattstreichen seines Anzugs fasst er sich wieder. Keine Sorge, ich werde nicht anfangen, Steine zu werfen. Ich würde nicht das Stereotyp bestärken wollen. Ich lasse dich dann mal wieder in die Arbeit gehen. Ja, hallo, Madam. Oh, hey, hättest du Interesse an... Verzeih mir, Oma, du siehst furchtbar aus. Danke, das ist genau die Begrüßung, die ich mir erhofft hatte. War eine lange Nacht. Sie mustert dich ausgiebig und nimmt Notiz von den Zeichen deiner nächtlichen Aktivitäten. Sie nickt. Jeder Run, von dem man wieder zurückhört, ist ein guter Run. Hab ich zumindest mal gehört. Ah, hier, genau das da. Ich merke schon, du hast einiges erlebt und ich sehe an deinen Augen, dass es etwas gibt, was du brauchst. Hat's mit dem Ripper zu tun? Ja, DNA-Spur. Das sind gute Neuigkeiten. Ich werde das Piano entsperren, damit du nach unten gehen kannst. Ich bin mir sicher, irgendjemand mit Unterschlupf könnte dir helfen können. Achso, stimmt, die Ärztin. Vorausgesetzt, es ist jemand wach. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass du die Matrix betreten wirst, bevor der Tag vorüber ist. Danke. Nimm sie alle. Nett. So, wir sollten wieder genug Karma haben, um mal ein bisschen aufzuleveln. Die digitale Welt. Du bist für diesen Job schon viel rumgekommen, aber jetzt ist es einmal in den Cyberspace und zurück, um den Ripper zu identifizieren. Die Matrix, das kybernetische Gegenstück des Inneren des Gitters. Grid, oh Gott. Des weltweiten Computernetzwerks, eine digitale Welt, in der Informationen zum Leben erweckt werden. Im Cyberspace übernimmt dein Avatar die ganze Arbeit, während dein fleischlicher Körper sich ausruht. Um den Avatar herum gibt es Pfade zu anderen Datenknotenpunkten, IC, Invasionsabwehrprogramme und anderen angeschlossenen Runnern. Im Cyberspace gibt es ebenso viele Gefahren wie in der Fleischwelt.
Es gibt sogar noch mehr. Verschlossene Türen, Sicherheitsabwehrmaßnahmen, schwarze IC, die einen Decker das Hirn rösten. Jede Begegnung in der Matrix kann überwacht werden, wenn du nicht vorsichtig bist. Wenn dich der Auswurfschock trifft, bist du erst einmal benebelt. Ein gegnerischer Decker könnte dich sogar töten. Okay, jetzt gehen wir in eine völlig andere Richtung. David Fry der Zweite, mit dem wir wahrscheinlich reden müssen. Yes, ach, jetzt fang Gras. Hast du irgendwas Neues? Ich hätte mich auf etwas Ruhe und Frieden gefreut. Hast du was für mich? Ach ja, genau, der Flugschreiber. Nicht zufällig ein Ares-Flugschreiber. Eine gut betuchte Käufer suchen gerade danach. Ich kann ihn für dich loswerden. Sagen wir 20%, da bleiben noch 2000 für dich. Ach. Schlau. Na gut, ich tue dir den Gefallen. Das gab Kasse. Schau, dass er die Diamanten nicht mehr nimmt. Das ist irgendwie dämlich. Neue Ausrüstung habe ich... Achso, doch, ich habe Zeug verbraucht. Ich sollte wieder Slots frei haben. Yep. Oh, ich habe einen Haufen Zeug verbraucht. Ich habe überhaupt keine Heals mehr. Achso, jetzt sind die Händler gerade alle pennen. Oder was? Dann kann ich auch gerade so gut die Granaten mitnehmen. Macht zwar wenig Sinn auf mir. Weil, naja, meistens macht mein Gewehr mehr Schaden. Aber ich kann sie ja anderen Gruppenmitgliedern geben. So, David Fry der Zweite. Guten Morgen. Siehst du aus, als hättest du die Nacht durchgemacht. Du siehst ja nicht gerade aus, als hättest du ein Däumchen gedreht. Duschen wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Bist du hier, um Ausrüstung zu kaufen? Negativ DNA-Analyse. Frei kann dir helfen. Die Ausrüstung von Doc Castle ist dafür eigentlich nicht wirklich geeignet. Ich könnte einen Halbleiterchip nehmen. Mit einem Spannungswechsel könnte er DNA dekodieren anstelle von Licht. Dann könnten wir uns die Verwendung von extrem teurer Ausrüstung sparen, die wir sonst benötigen. Ich habe gerade erst einen Artikel darüber gelesen. Die Informationen sind mir noch frisch im Gedächtnis. Ehrlich gesagt sollte es ziemlich einfach sein. Was willst du darüber wissen? Identität. Oh, das geht über meine Fähigkeiten hinaus. Alles, was ich dir über die Erfahrung bringen kann, sind die Sequenz der genetischen Codes. Und an der Stelle komme ich im Spiel. David, wenn du mir die Codesequenzen verschaffen kannst, bin ich ziemlich sicher, dass wir ihren Besitzer über einen Matrix-Run aufspüren können. Ich mach mich dran. Gib mir die DNA, die du getestet haben willst. Bitte sehr. Ja, Lune, denn David mir die Sequenz gibt, schalte ich mich ein und helfe dir dabei, die Blutprobe zurück zu ihrer Quelle zu verfolgen. Na dann. Machen wir das hier. Kein Dreck. Er wendet sich aufregend an Johnny. War auf, Johnny-Line, du hast Arbeit zu erledigen. Und ja, Lune, wenn du irgendwelche Ausrüstung brauchst, du findest mich hier. Jetzt fühle ich mich so richtig wach. Wir treffen uns bei meinem Rig, ja, Lune. Oh ja, ich kann mir Zeug kaufen. Ja. Ui, was ist denn hier alles? Achso, der Cyberdex, Vorausobjekte, Programme. Okay, nicht die Art Zeug, was ich brauche. Halt, was mache ich jetzt? So, Johnny, wo bist du? Hier hinten bist du. Okay, mit zwei verschiedenen Sachen interagieren sehe ich gerade. Nee, keinem von beiden, what the fuck? Naja, whatever. Dank des auf Halbleitern basierenden Systems zur Gensequenzierung, das David entwickelt hat, sollten wir die nötigen Informationen haben, um den Ripper in der Matrix zu finden. Ich bin jetzt wirklich beeindruckt von den Ergebnissen. Besonders wenn man bedenkt, dass das der erste Versuch war, dass er noch eine noch nie verwendete Technik eingesetzt hat, von der wir aus einem Fachartikel erfahren hat und das ist alles aus dem Gedächtnis und unter größter Schlafentzug zusammengebastelt hat. Wunderbar, Professor, wie lautet der Plan? Zuerst knacken wir die DNA-Datenbank von Lone Star, um rauszufinden, ob unser Spender ein Vorstrafenregister hat. Die haben ausgiebige DNA-Archive. Dann machen wir uns mit dem Ergebnis auf die Suche. Machen wir die Decks bereit und klinken uns in die Matrix ein. Ich komme einfach in ihr privates Gitter, aber ich muss dich warnen, wenn wir drin sind, könnte es ungemütlich werden. Wie viel Erfahrung als Decker hast du? Null. Ich habe hier ein Trodennetz. Das ist ein Stirnband, mit dem du mir in die Matrix folgen kannst. Du hörst und siehst alles, was ich tue.
Okay. Perfekt. Ach, wir können dich jetzt equippen. Aber nicht mit Granaten, wie es aussieht. Achso, weil ich die alle dabei habe. Na egal, das ist eh ein Decker, wie es aussieht. Wir sind drin. Deine Synapsen gehen auf Hochtouren, als dein Geist in die digitale Welt eintaucht. Obwohl du nicht eingestöpselt bist wie Johnny, ist das Gefühl überwältigend und elektrisierend. Du kannst nur erahnen, wie es sich für ihn anfühlen muss. Oh. Nein. Nein, ich wollte... abbrechen. Nein, nicht leeren. Wieso ist der abbrechen? Egal. Ist ja nichts. Wie gehe ich wieder? Das wollte ich nicht. Es war... Wie gehe ich zurück in den... Ich will zurück in... Interessant. Bringt mich gerade nicht weiter, aber ist interessant. Was mache ich jetzt? Level neu starten? Versuchen wir es? Ich habe halt keinen Button gefunden, mit dem ich zurück in Cyberspace konnte. Das war komisch. Okay, klicken wir uns mal kurz den Dialog durch. Haben wir halt keine Granaten dabei. Scheiß drauf. So, bla bla, Identität, bla bla, Blutprobe. Das hier hatten wir. So, und jetzt hier rüber. Achso, halt, und das machen wir natürlich noch. So. Jetzt. So, hier. Bla bla. Versuchen wir es nochmal. Und dieses Mal gehen wir nicht hier in das Ding rein. Dieser Bogen führt zum nächsten Knotenpunkt. Das haben wir ja alles. Sunny Stufe 1, Schnüffler, Killer, Unterdrückung. Um IP geht's jetzt. Angriffs-ISP, er schafft ein Angriffsexperten-Systemprogramm. Okay, das ist ein bisschen bizarr hier gerade. Invasionsabwehrprogramme. Weißes Wächter-IC. Weißes IC. Okay, dann. Du siehst die Alarmstufe um 4, auch interessant. Machen wir mal das hier. Das hat ein bisschen Schaden gemacht. Dann gehen wir in Deckung. Das ist auf Cooldown. Ja, die Trefferchance machen wir gerade nicht. Also einfach angreifen, schätze ich. Achso, das ist es. So ein Ding. Das ist eine Beschwörung. Cool. Da kann der tanken. Das ist interessant hier gerade. Also es ist sehr bizarr, aber... ist cool.
Und holy fuck, das Ding drückt raus. Okay, das langt nicht von der Reichweite her. Machen wir so. So. Nur 50 IP. Dann machen wir jetzt das hier, I guess. Ne, das ist nur die reduzierte Alarmstufe. Was ist das hier eigentlich? Ich weiß immer noch nicht, was das gewesen ist. Was ist da gerade passiert? Nicht hinlaufen. Na egal. Langt es ja trotzdem. Nein, es langt nicht, weil wir nicht treffen. Also haben wir doch einen Auto-Attack. Wieso wurde mir nirgends angezeigt? Egal. Lone Star Data Score. Nee, Store. Gehackt DNA-Datenbank. Übereinstimmung gefunden. Übereinstimmung 100%. Verbrecherdatenbank. Subjekt Silas Forsberg. Status verstorben. Beruf chirurgischer Helfer beim Ausschlachter. Vorstrafen Hausfriedensbruch. 2 Anklagepunkte. Erregung öffentlichen Ärgernisses. 1 Anklagepunkt wurde wegen des Verdachts auf illegale Schönheitschirurgie verhört. Es wurde keine Anklage erhoben. Eine 100%ige Übereinstimmung mit einem Toten? Suchen wir weiter. Okay, dann nutzen wir gerade mal die Gelegenheit, dass wir keine Gegner da haben. So. Und gehen dann mal zum nächsten. So, und ja, du auch. Auch wenn du erst noch ein bisschen brauchen könntest, bis du ankommst, aber hey. Wen kümmert's? Was ist denn hier so? Autopsieberichte. Dann warte ich mal, bis der Typ ankommt. Mein, was immer du bist. Hast du irgendeinen Namen? Nö, scheint nicht so zu sein. Langt das? Oh, langt sogar. Verfehlt. Dann, ach, du hast auch Reichweite. Na dann. Das macht's einfacher. Gehackt Autopsieberichte. Silas Forsberg. Anmerkungen. Das Objekt wurde mit einer von einem halben Dutzend verschiedener Beruhigungsmittel verursachten Überdosis aufgefunden. Zudem wurden mehrere Antidepressiva in seinem Blutkreislauf nachgewiesen. Das Gesicht war womöglich durch das Subjekt selbst verunstaltet. Ich muss niesen. Aufgrund dieser Verunstaltung konnte die Identität erst nach einiger Zeit durch ein Odonto-Programm festgestellt werden. Keine Angehörigen. Am ganzen Körper wurden mehrere, womöglich durch große chirurgische Nadeln verursachte Stichwunden entdeckt. Der Körper befand sich bereits auf einem Verwesungsstadium von mehreren Wochen, als der Vermieter den Geruch bemerkte und die Polizei rief. Es wird immer seltsamer. Das kannst du laut sagen, Johnny. Na dann, letzte Tür. Noch 2 Treffer für den Namen Silas Forsterberg. Okay, noch 2 Türen, wie es aussieht. Kann ich irgendwo in Deckung gehen? Ja, hier. So, und jetzt noch du bitte kommen. Auf, dass die nicht zu aggro werden. Also auf mich. Okay, der hat ein Schild, also gehen wir erstmal auf dich. Funktioniert. Und du noch. Jo, und tschüss. Ich sagte tschüss. Den kannst du gerne angreifen. Für dich ist jetzt eh Ende im Gelände. So. News Network Archive. NewsNet 1. Zurück zum Thema. Silas Forsberg. Leichnam von Silas Forsberg.
Dem chirurgischen Assistenten des Ausschlachters wurde Anfang dieser Woche in einer Wohnung in Snohomish aufgefunden. Der Tote lag dort schon seit mindestens einem Monat, bis Forsbergs Vermieter ihr Gestank auffiel und er die Behörden benachrichtigte. Der Vertreter von Lone Star haben eine Erklärung abgegeben, in der Forsbergs Tod als Selbstmord deklariert wurde. Laut Berichten belegte eine Vielzahl von Stichwunden seinen Körper. Als Todesursache wurde eine Überdosis von Antistressmedikamenten und Beruhigungsmitteln festgestellt. Der Arbeitgeber des Toten bezeichnete ihn als engagierten Mitarbeiter, der gelegentlich an Depressionen litt. Es konnte keine Angehörigen ermittelt werden, aber der Fall zugewiesene Anwalt fand einige Wochen zuvor niedergeschriebenes Testament, in dem Forsberg all seinen Besitz seinem Psychiater vermachte. Die Identität des Psychiaters wurde aus Gründen der Privatsphäre nicht veröffentlicht und wieder endete ein Leben auf tragische Weise, wie es hier in den Sprawls nur allzu häufig geschieht. Das könnte doch etwas sein, womit man arbeiten kann. Treffen wir uns wieder in der Fleischwelt. Fleischwelt, das ist so ein blödes Wort. Aber gut, machen wir hier im nächsten... Wieso? Jetzt. There we go. Gut, dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Ich kann ja doch speichern, oder? Ja, kann ich. Nächsten Part weiter. Bis dahin. Ciao. I'm gonna go get some.